Wieder herzlich willkommen zu einem Kurzvideo zu den Grundkompetenzen zu Windows 11. Und jetzt sind wir im Windows Explorer und es geht darum, dass man einen umgedrehten Schrägstrich in die Adresszeile einfügen muss, um einen Pfad zu einem bestimmten Ordner besser angeben zu können. Schauen wir uns das gleich an, wie das geht. Ich habe hier oben die Adresszeile, da haben wir die Festplatte G, klicke hinein und haben einen Ordner Captura. Wenn ich jetzt hier Captura eingebe, muss ich richtig tippen. Siehst hier ist das Slash, drück Enter-Taste, komme ich hinein. Wenn ich einen Ordner Codec auch noch möchte, klicke ich wieder oben rein, mache jetzt diesen umgedrehten Backslash, drück wieder Enter-Taste und bin jetzt in diesen Ordner Codec rein. Das heißt, immer wenn ich zu einem bestimmten Ordner gehen möchte, mit Hilfe dieser Adresszeile, muss ich diesen umgedrehten Schrägstrich verwenden und die richtige Bezeichnung des Ordners. Ja, und das war's schon. Danke für deine Aufmerksamkeit.